Die GIZ erreicht mit ihren Projekten großartige Dinge weltweit. Zum Beispiel mehr erneuerbare Energie, neue Jobs und Zugang zum Wasser. Aber positive Wirkungen in einem Bereich könnten auch zu negativen Folgen in einem anderen Bereich führen. Die Wasserverteilung könnte zum Beispiel Konflikte anheizen. Um solche Nebenwirkungen zu vermeiden, hat die GIZ das Safeguards and Gender Management System. Noch vor Projektanfang fragen wir uns, welche Folgen könnte dieses Projekt auf die Umwelt, das Klima und die Menschenrechtslage haben? Welche Rolle spielen Konflikte und geschlechtsspezifische Diskriminierung? Dabei schauen wir nicht nur nach negativen Wirkungen, suchen aber auch Potenzial. In Pakistan zum Beispiel konnten wir nicht nur die Arbeitsbedingungen in Textilfabriken verbessern, sondern auch den Verschnitt, also den Stoff, der am Ende übrig bleibt, um 40% reduzieren. Das bedeutet weniger Abfall und weniger Ressourcen wie Baumwolle und Wasser. Die Gleichberechtigung der Geschlechter hat besonders viel Potenzial. Zum Beispiel könnte bis zu 150 Millionen Menschen aus dem Hunger befreit werden, wenn Frauen in der Landwirtschaft die gleiche Chance hätten wie Männer. Deshalb prüfen wir, wie unsere Projekte Frauen am besten einbinden können. Mit Erfolg. In Asien zum Beispiel sind 50% der Studierenden in unseren Pharma Business Schools Frauen. Wir bei der GIZ sind erst zufrieden, wenn wir alles für die Wirksamkeit unserer Projekte getan haben, wenn die sozial, nachhaltig und gerecht sind.